herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute mal wieder eine Trailer-Mod-Vorstellung, nämlich NTM von Cast. Hat er geupdatet auch für die Version 1.35. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, der kriegt es jetzt natürlich mit. So, ich mache es heute mal anders. Ich hänge mal vorne den LKW dran, dann sieht man es gleich ein bisschen besser, was für Varianten wir hier zur Auswahl haben. Das ist jetzt hier in dem Fall einmal die 4,40 Meter, dann die 4 Meter, die hier also standardmäßig passt bei unseren LKWs. Ne? Gibt es auch als Reefer Jack oder halt die 4,40 Meter mit Reefer. Hm. Wir haben natürlich verschiedene Achsvarianten. Zack, einmal mit Lift. Doppellüftachse, die in der Mitte ist geliftet, dann die letzte ist geliftet, dann die vordere ist geliftet, die letzte ist lenkbar, die ist auch lenkbar, bloß die ist noch ein bisschen weiter hier entfernt. Ich nehme natürlich Standard die hier. So. Dann gucken wir mal weiter. Weiß, klar. Dann haben wir hier noch verschiedene Anbaupunkte, jetzt machen wir LKW wieder weg, dann sieht man das ein bisschen besser, was wir hier alles so mit dabei haben. Kühlaggregate, Lubico die 400er. Dann Thermo King, Carrier Vector, Rutstein, die ist glaube ich neu hinzugekommen, letztes Mal schon, ne? Oder die ist halt neu, Lubica, Mitsubishi, Thermo King, die alte Kiste, hier auch nochmal, ne? Wir nehmen jetzt natürlich die Rutstein, da die jetzt hier neu ist. Dann haben wir hier natürlich noch die verschiedenen Varianten, nehmen wir natürlich, nehmen wir dieses Blau, weil es besser passt jetzt zum Skin. Fahrwerk lackiert oder in dem Fall schwarz wie die Nacht. Verschiedene Staukästen oder Varianten, Toolboxen, verchromte Boxen. Gibt es hier ganz viele Varianten oder einfach nur einen Fahrschutz. Big Toolbox. Gibt es hier ganz viel und dann natürlich mit Schriftzug. Dann setzen wir uns an. Ah ja, gibt es auch Fulltank, gibt es ja auch noch. Und dann hier nochmal auch ganz viele Varianten, wo man dann auch den Schriftzug machen kann, habt ihr gerade gesehen. So, Lampen haben wir hier die Standard, dann gibt es die Breiten und dann die Fetten. Die sind dann hier auch schon hinterlegt. Dann haben wir hier die Verkleidung lackiert oder Kunststoff mit Mudflaps und natürlich Reflektoren. Die sieht man hier nochmal ganz schön. Hier genauso. Chuck, die ich immer gerne nutze. Toolbox oder einfach nur Unterlegkeile. Oder hier in der kombinierten Variante. Ne? So, dann haben wir hier noch verschiedene Möglichkeiten hier noch mit der Klappe hier und dann die Reflexionsstreifen und dann unten noch Schmutzlappen. In dem Fall Scania oder Original NTM. Dann haben wir hier Custom Variante. Dann haben wir hier noch Standard. Old Style, da muss man hier natürlich dann, sind wir dann hier, die heller Lampen auswählen oder hier, die Slots, die sind jetzt bei mir grau hinterlegt, kannst du nicht einstellen, da weiß ich noch nicht so genau, was da gemeint ist, das muss man sich dann nochmal separat angucken, aber das wird jetzt hier mal so, das muss ich nochmal durchschauen, sind es dann hier, genau, hier waren jetzt Slots da, ich habe jetzt aber keine Lampen, dafür müsste man vielleicht jetzt mal rausfinden, welche Lampen hier hinterlegt sind, vielleicht wisst ihr es, dann dürft ihr das gerne kommentieren, ich werde das dann anpinnen, ne? Wer es weiß. Dann Old Style, dann Paint oder Old Style hier nochmal in dieser Variante. Ich nehme jetzt hier mal die Old Style und setze sie dann hier so an, weil ich die ganz cool finde. Nehme jetzt hier mal Scania dazu, Custom. Und dann sieht das ganz schick aus. Hier noch ein paar Seitenpositionsleuchten dran, einmal rechts und einmal links. Und jetzt gleich nochmal links und rechts. Dann sieht das ganz schick aus. Genau, Reifen und Felgen haben wir hier keine, also Originale von SCS in dem Fall. Dann fahren wir hier mal raus, schauen uns den Trailer nochmal genauer an. So, mal mit der Flycam. Also, was haben wir mit dabei? Trailerkabel, klar. Animation unterstützen. Funktioniert natürlich alles. Liftachse habe ich mir ja die ausgewählt. Habe da verschiedene Varianten dafür, ne? Habt ihr ja gesehen. Und hinten dann das Heck. Sieht auch ganz cool aus hier. Sehr schön. Sieht echt cool aus. So, kurzer Lichttest hier beim Trailer noch. Haben wir noch ein Stück nach vorne.
jetzt könnt ihr die ganzen Positionsleuchten sehen. Ich habe mich ja für die großen Positionsleuchten entschieden. Die sehen dann so aus. Gibt es auch noch so Rückstrahler. Bremse, Blinker. So, volle Pulle. Also wirklich sehr schicker Trailer. So, dann kommen wir kurz zum Fazit zum NTM Trailer in der Version 2.0 von Cast. Was haben wir alles mit dabei? Also Standalone, Advanced Kupplung, wir haben Trailerliftachsen, ganz verschiedene, viele Varianten. Die habt ihr alle gesehen, ich glaube 6 Stück an der Zahl waren es. Ihr habt den NTM Skin mit dabei, hier ist aber auch ein Template. Da gibt es auch einen separaten Download-Link, da könnt ihr euch die Templates dann ziehen und könnt euch das auch selber umscannen, wer es kann. Trailerkabel, Liftachse und alles sonst mit dabei. Es gibt natürlich noch ein Tandem-Add-on, wer das möchte. Wer Tandem fährt, kann sich hier noch ein Add-on runterladen. Link dazu alles im SDS-Forum, Link natürlich auch in der Beschreibung. Und noch ein Work Green Double HCT Add-on gibt es auch noch dazu. Gibt es auch einen Download-Link dazu. Den könnt ihr euch dann auch noch downloaden, wenn ihr wollt. Ansonsten 4 Meter oder 4,40 Meter Höhe. Custom-Variante hinten an Bumper. Ich nutze jetzt hier mal die Old-Variante, finde ich ganz cool. Auch den Schmutzfänger kann man dann selber umskinnen, wenn man will. Sieht auf alle Fälle ganz fresh aus. Ja, den Rest habt ihr ja soweit gesehen. Habt ihr Fragen hier noch dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im SDS-Forum. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem NTM Semi-Trailer. In diesem Sinne, wir mal Daumen da lassen. Und ein Abo für meinen Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann wünsche ich viel Spaß damit. Allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.